Hallo und herzlich willkommen zu diesem Lernvideo, in dem wir uns mit der Herleitung des Sinussatzes beschäftigen werden. Der Sinussatz ist ein ganz wichtiger Satz in Bezug auf allgemeine Dreiecke, denn mit seiner Hilfe können wir aus gegebenen Bestimmungsstücken unbekannte Winkel und Seitenlängen eigentlich relativ einfach bestimmen. Zunächst möchte ich dir wieder eine kleine Übersicht geben, was du bereits können solltest und welche Ziele wir in diesem Video gemeinsam verfolgen. Was sollst du bereits wissen bzw. können? Ganz wichtig ist es, dass du wiederum die Struktur und das Aussehen eines allgemeinen Dreieckes näher bestimmen kannst. Das heißt, dass du weißt, wo liegen die Eckpunkte, wie sind die Seiten definiert bzw. wo liegen die einzelnen Winkel Alpha, Beta und Gamma. Das heißt, eine Grundstruktur von dem allgemeinen Dreieck kennen. Des Weiteren ist ganz wichtig hier, dass du auch Verhältnisse zwischen Größen aufstellen kannst. Sei es jetzt Verhältnisse zwischen zwei Seiten oder auch Verhältnisse zwischen zwei verschiedenen Sinuswerten von Winkeln. Das heißt, es geht hier um die Verhältnisrechnung von beliebigen Größen. Und ganz wichtig ist auch, dass du dir die trigonometrische Flächenformel nochmals in Erinnerung rufst. Die haben wir im letzten Video gemeinsam erarbeitet und diese solltest du auf allgemeine Dreiecke anwenden können. Die ist ganz wichtig für dieses Video hier. Wenn du hier noch unsicher bist, schau dir bitte die letzten Videos nochmals an. Welche Ziele verfolgen wir hier gemeinsam? Grundsätzlich geht es hier um die Herleitung des Sinussatzes. Das heißt, du sollst in dem Fall den Sinussatz gut beherrschen können und auch den Zusammenhang aller darin vorkommenden Größen näher beschreiben und definieren können. Und ganz wichtig ist es natürlich auch, dass du die trigonometrische Flächenformel in Erinnerung rufst und aus dieser kannst du nach diesem Video dann bestimmte Umformungen auch durchführen und dabei wichtige Formeln auch herleiten, wie unter anderem auch den Sinussatz und dann später in unserem nächsten Video dann auch den sogenannten Cosinussatz. Gut, schauen wir uns jetzt die Herleitung dieses Sinussatzes genauer an. Grundsätzlich geht es beim Sinussatz darum, dass wir am allgemeinen Dreieck bestimmte Berechnungen durchführen. Das heißt, wir haben ein allgemeines Dreieck gegeben, A, B, C, mit einigen Seitenlängen und einigen Winkelmaßen. Ich habe dir dazu nochmals ein kleines allgemeines Dreieck aufgezeichnet mit den Eckpunkten A, B und C und den Seitenlängen klein a, klein b, klein c und den Winkeln Alpha, Beta, Gamma. Und unsere Aufgabe ist es jetzt nun, dass wir aus gegebenen Seitenlängen und aus gegebenen Winkelmaßen in diesem Dreieck, es gibt insgesamt 6 davon, 3 Winkelmaße, 3 Seitenlänge, aus diesen wollen wir unbekannte Seitenlängen und unbekannte Winkelmaße berechnen bzw. bestimmen. Eine ähnliche Aufgabe hatten wir bereits beim rechtwinkligen Dreieck. Hier gibt es bereits einige Formeln, Sinus, Cosinus und Tangens, die Anwendung am rechtwinkligen Dreieck. Doch wir haben bereits gesehen, dass diese Formeln nicht 1:1 übernehmen können, sondern sie müssen adaptiert bzw. auch abgeändert werden. Das heißt, unsere Aufgabe ist es nun, aus bestimmten gegebenen Seiten und Winkeln unbekannte Seitenlängen und Winkelmaße mit Hilfe unter anderem des Sinussatzes bestimmen zu können. Wir haben dazu einige wichtige Hilfsformeln. Unter anderem eine ganz wichtige Formel, die in jedem allgemeinen Dreieck oder in jedem beliebigen Dreieck gilt, ist die Formel über die Winkelsumme. Dass die drei Winkel addiert, Alpha plus Beta plus Gamma, 180 Grad ergibt. Das ist eine Beziehung, die nur die drei Winkelmaße betrifft. Eine Beziehung wie im rechtwinkligen Dreieck zwischen den Seiten, das zum Beispiel a² plus b² c² ist, das heißt erste Kathete Quadrat plus zweite Kathete Quadrat ist gleich Hypotenuse Quadrat, das ist der pythagoreische Lehrsatz, der gilt hier im allgemeinen Dreieck nicht. Den können wir nur im rechtwinkligen Dreieck anwenden. Also sehen wir, dass hier die Beziehung nur zwischen den Seiten hier schon verloren geht im allgemeinen Dreieck. Die können wir nicht anwenden, also den pythagoreischen Lehrsatz,
dürfen wir hier nicht verwenden. Jetzt bleibt natürlich die Frage, welche anderen Formeln gibt es hier jetzt nun? Und das führt uns jetzt auf die Idee bzw. die Formulierung des Sinussatzes. Wir haben wiederum unser Dreieck gegeben, ABC, mit einigen Seitenlängen und einigen Winkelmaßen. Wir wollen jetzt nun diesen Sinussatz als zweite wichtige Formel für die Berechnungen im allgemeinen Dreieck gemeinsam herleiten. Dazu nimm dir bitte jetzt nun dein Arbeitsblatt wieder und leg es vor dir hin. Wir möchten jetzt diesen Sinussatz anhand von der ersten Aufgabe am zweiten Arbeitsblatt gemeinsam eben besprechen. Das wäre diese Aufgabe, wo wir ein allgemeines Dreieck ABC mit drei Seitenlängen, klein a, klein b, klein c haben und drei Winkelmaßen Alpha, Beta und Gamma. Und unsere Aufgabe besteht jetzt nun darin, dass wir eben in diesem Dreieck die Seitenlängen ABC und die Winkelmaße Alpha, Beta und Gamma zunächst einmal abmessen. Wir können unter anderem die Winkel mit Hilfe eines Geodreiecks bestimmen, indem wir im Eckpunkt dieses Geodreieck anlegen und dann den Winkel eben bestimmen. Das wäre unter anderem im Eckpunkt A im Winkel Alpha. Wenn wir hier das Geodreieck anlegen, wäre das der Winkel 40 Grad. Wenn wir jetzt nun die Seitenlänge A abmessen, versuche bitte das jetzt nun einmal alleine und du kannst dazu dieses Video hier auch stoppen. Schauen wir uns die Seitenlänge A gemeinsam an. Die Seitenlänge A hätte jetzt insgesamt die Länge von 4,15 cm. Rund 4,15 cm. Ganz genau können wir es nie messen. Rund 4,15 cm. Und ich möchte jetzt, bevor wir die anderen beiden Winkel und Seiten bestimmen, möchte ich mit dir jetzt schon gemeinsam auch das Verhältnis A durch Sinus Alpha anschauen. Wir haben jetzt nun die Seitenlänge A, die ist 4,15 und jetzt schauen wir uns einfach das Verhältnis A zum Sinus von gegenüberliegenden Winkel vom Alpha-Winkel an. Das heißt, wir rechnen 4,15 durch den Sinus von 40. Und dann erhalten wir hier für dieses Verhältnis insgesamt das Ergebnis 6,45. Es ist zunächst einmal dimensionslos, lassen wir es ohne Dimension, ohne Einheit so stehen. Das wäre dieses Verhältnis A durch den Sinus vom Winkel 40 Grad. Wenn wir jetzt nun einen Schritt weitergehen und uns den Winkel Beta und die Seitenlänge B anschauen, dann bekommen wir hier für Beta insgesamt den Winkel heraus. Wenn wir wiederum im Eckpunkt B das Geodreieck anlegen, bekommen wir hier den Winkel 60 Grad und die Seitenlänge von B, wenn wir wiederum abmessen, dort wo die Seitenlänge B im Dreieck gegeben ist, dann bekommen wir insgesamt hier eine Länge von 5,6 cm. Und wenn wir jetzt wiederum dieses Verhältnis B durch Sinus Beta berechnen, also wenn wir B durch den Sinus von Beta von 60 Grad dividieren, dann erhalten wir das Ergebnis 6,46 ebenso ohne also dimensionslos bzw. ohne Einheit. Versuche jetzt nun alleine und selbstständig das Ergebnis der letzten Zeile herauszufinden, indem du wiederum den Gamma-Winkel abmisst mit einem Geodreieck, die Seitenlänge C berechnest und auch dir das Verhältnis C durch Sinus Gamma anschaust. Du kannst dieses Video auch hierzu wieder stoppen. Gut, schauen wir uns dieses Beispiel jetzt gemeinsam fertig an. Wir erhalten, wenn wir Gamma abmessen im Eckpunkt C, dann erhalten wir das Winkelmaß 80 Grad und die Seitenlänge C, wenn wir diese wiederum abmessen, dann erhalten wir 6,35 cm. Das sind wiederum gerundete Werte. Wie gesagt, wir können es nicht genau abmessen, das sind jetzt circa Werte.
Und wenn wir jetzt wiederum dieses Verhältnis C durch Sinus Gamma aufstellen, beziehungsweise berechnen, dann dividieren wir 6,35 durch Sinus 80 und dann erhalten wir die Zahl 6,44. Bitte beachte, dass du dieses Verhältnis korrekt auch ausrechnest. Das heißt, dass du C nimmst, 6,35 und durch den Sinus von 80 Grad dividierst. Wichtig ist dazu, dass du im Gradmaß arbeitest und nicht im Bogenmaß, in der anderen Einheit, in der auch Winkelmaße angegeben werden können. Achte wirklich darauf, dass Alpha, Beta und Gamma in Gradmaß sind und du auch in deinem Taschenrechner das Gradmaß auch so eingestellt hast. Also wir sehen jetzt eigentlich, wenn wir jetzt die Verhältnisse anschauen, A durch Sinus Alpha, B durch Sinus Beta und C durch Sinus Gamma, dass sie ungefähr gleich sind. Also die Seitenlänge durch den Sinus vom Winkel, die sind grundsätzlich hier jeweils ungefähr gleich. Und das ist schon eine sehr tolle Erkenntnis, dass diese Werte 6,45, 6,46, 6,44 ungefähr gleich sind. Und damit haben wir schon einiges auch erreicht. Wir sehen also, dass diese Verhältnisse von Seite durch den Sinus vom gegenüberliegenden Winkel ungefähr oder in diesem Beispiel gleich sind. Und im allgemeinen Fall müssen sie auch gleich sein. In diesem Fall treten hier kleine Fehler auf, weil wir ja auch mit gerundeten Werten hier rechnen. Nun können wir auch den Sinussatz aus dieser Erkenntnis heraus herleiten und uns das nächste Beispiel auf deinem Arbeitsblatt uns anschauen. Und das wäre dieses hier. Dort hast du jetzt den Sinussatz bereits formuliert. Und zwar, dass a durch Sinus Alpha gleich b durch Sinus Beta gleich c durch Sinus Gamma ist. Das heißt, diese drei Verhältnisse sind im allgemeinen Fall gleich. Im vorherigen Beispiel war es so, dass sie durch diese gerundeten Werte sich minimalst unterscheiden, aber im allgemeinen Fall gilt es, dass diese drei Werte, diese drei Verhältnisse gleich sind. Also merke dir unbedingt, dass der Sinussatz so formuliert werden kann, Seite durch den Sinus vom gegenüberliegenden Winkel ist gleich andere Seite durch den Sinus des dazugehörigen gegenüberliegenden Winkels. Und das ist gleich dritte Seite durch den Sinus von diesem zugehörigen gegenüberliegenden Winkel. Wenn wir jetzt in unser Dreieck hineinschauen, und vor allem den Spezialfall, wenn Gamma 90 Grad groß ist, das heißt, wenn beispielsweise jetzt ein rechter Winkel vorliegt, dann gilt ja, dass das Sinus von Gamma von einem rechten Winkel 1 ist. Deswegen haben wir hier in unserer rechten Spalte a durch Sinus Alpha ist gleich c durch Fragezeichen. In diesem Fall müsste ja der Sinus von Gamma stehen, aber der Sinus von Gamma wäre ja Sinus von 90, das wäre in diesem Fall hier 1. 1 ist unten im Nenner einzutragen. Das kommt jetzt aus dem Sinussatz heraus, da wir ja a durch Sinus Alpha wissen, dass das gleich ist wie c durch Sinus Gamma und Sinus Gamma wäre 1. Und wenn wir diese jetzt umformen, dann erhalten wir Sinus Alpha ist gleich Zähler durch Nenner. Wenn wir jetzt Sinus Alpha hinüberbringen und durch C dividieren, dann erhalten wir Sinus Alpha ist gleich A durch C. Und das ist genau jetzt diese Formel, die wir im rechtwinkligen Dreieck auch kennen. Gegenkathete durch die Hypotenuse. Wenn wir jetzt diesen Fall Gamma gleich 90 Grad betrachten. Also wir sehen, dass diese Formel Sinus Alpha ist gleich Gegenkathete durch die Hypotenuse ein Spezialfall vom Sinussatz ist, genau für den Fall, dass ein Winkel ein rechter Winkel ist. Der Sinussatz ist für allgemeine Dreiecke da. Und wenn ein Winkel 90 Grad ist, dann können wir diesen Sinussatz umformen zu unseren bereits bekannten Formeln im rechtwinkligen Dreieck mit Gegenkathete durch Hypotenuse. Ich möchte mit dir jetzt nun auch gemeinsam diesen Sinussatz ein wenig herleiten, beziehungsweise auch versuchen zu erklären, warum dieser gilt. Dazu
Nehmen wir jetzt die trigonometrische Flächenformel her für dieses allgemeine Dreieck. Die trigonometrische Flächenformel lautet a mal c mal Sinus vom eingeschlossenen Winkel von a und c, wenn es der eingeschlossene Winkel Beta, halbe. Aber das ist ja auch so, wenn wir b mal c mal den Sinus vom eingeschlossenen Winkel, das wäre Alpha, halbe nehmen. Das heißt, wir bekommen damit zwei unterschiedliche Formeln für den Flächeninhalt dieses allgemeinen Dreiecks, je nachdem, welche Seiten und welchen eingeschlossenen Winkel wir nehmen. Auf der einen Seite nehmen wir AC und der eingeschlossene Winkel wäre Beta. Und auf der anderen Seite nehmen wir B und C, der eingeschlossene Winkel wäre Alpha. Das wäre die trigonometrische Flächenformel, von der wir ausgehen. Wenn wir jetzt diese beiden Formeln gleichsetzen und grundsätzlich weiter umformen, dann erhalten wir, wenn wir mit 2 multiplizieren, a mal c mal Sinus Beta ist gleich b mal c mal Sinus Alpha. Wir betrachten also nur die beiden Zähler, denn wenn die beiden Formeln gleich sein, dann muss auch der Nenner gleich sein und dann muss in dem Fall, weil der Nenner gleich ist, ja der Zähler auch gleich sein. Also folgt dann in diesem Fall diese Gleichung. A mal c mal Sinus Beta ist gleich b mal c mal Sinus Alpha. Und wenn wir jetzt durch c die durchdividieren, was wir dürfen, weil c ungleich 0 ist, das ist eine Seitenlänge, das ist sicher nicht 0, dann erhalten wir, wenn wir dann auch weiter umformen, wenn wir einmal durch a, wenn wir einmal durch Sinus Alpha dividieren und das andere Mal durch Sinus Beta dividieren, die Formel a durch Sinus Alpha ist gleich b durch Sinus Beta. Wir kürzen c raus und dividieren durch Sinus Alpha und auf der anderen Seite durch Sinus Beta und erhalten dann diese Formel und das ist die erste Gleichung im Sinussatz. Wir können aber rum auch die trigonometrische Flächenformel auch für den Winkel Gamma nutzen, wenn wir a und b nehmen und dann folgt auch insgesamt die dritte Gleichung oben im Sinussatz. Das, was wir jetzt bewiesen haben, ist nur der erste Teil des Sinussatzes mit a und b. Wir können aber die trigonometrische Flächenformel auch anwenden mit a, b und Gamma und erhalten dann die Gleichheit oben mit c durch Sinus Gamma. Das heißt, die erste Gleichheit, was ich jetzt einkreise, haben wir jetzt bewiesen. Und wenn wir die trigonometrische Flächenformel nochmals anwenden, dann erhalten wir auch diese Gleichung hier mit c durch Sinus Gamma. Das heißt, merke dir nun, der Satz, der Sinussatz gilt genau für Seite durch den Sinus vom gegenüberliegenden Winkel, während die trigonometrische Flächenformel von zwei Seiten und dem eingeschlossenen Winkel gilt. In unserem nächsten Video werden wir auch uns einige Beispiele anschauen, wo der Sinussatz zur Anwendung kommt und hier auch einige Beispiele gemeinsam lösen. Bis bald!